Ihr Lieben da draußen, Aberration geht weiter. Und ihr wisst ja, in der letzten Folge haben wir uns hier ausgelockt, Akuma und ich. Aber die Akuma hat dann irgendwann weitergespielt und ich lag hier rum und hat mich die Kim besucht. Hallo. Hallo. Baudings. Der stand hier. Ich habe ihn mir nur kurz geliehen, weil meiner das nicht überlebt hat, da zu fahren. Okay, das ist der von Akuma. Pass schön auf. Du weißt, Akuma ist mit ihren Dinos ganz eigen. Mach tschüss. Ich bringe den gleich wieder zurück. Ich muss nur eben den Kram, den ich hier gefahren habe, zurückbringen. Oh, warte. Die spuckt. Und. Nix. Hat sie nicht gespuckt? Nicht. Hat sie nicht. Dann nicht. Ich hatte doch eigentlich einen Kryopod. Ich weiß. Vielleicht jemand hat den dir aus dem Inventar geklaut? Nee. Derjenige, der hier klaut, bin ich. Keine Ahnung. Wir gehen also. Heute ist Mission Kryopod, den ich eigentlich von Akuma, glaube ich, bekommen hatte. Und wir werden dann den Sabertooth aus der Höhle retten. Damit die Leute da draußen endlich zufrieden sind, dass wir das arme Tier da unten nicht vergammeln lassen. Wir haben ihn nicht vergessen. Nein. Wir haben nur noch keine Gelegenheit gehabt. Genau. Und übrigens, der wird ganz sicher nicht verhungert sein. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Vorsicht, Akrodino. Die Langhalse, ja. Und jetzt hast du sie am ABC. Ah, jetzt hab ich sie am ABC. Nee, Hilfe. Für den hier gibt es doch keine richtigen Level. Du schaffst das, richtig? Ja, ja, ich merk schon. Hilf mir und dann geht sie weg. Ja, du machst 100 Schaden. Ich mach 20. Na gut, ich glaube, mit dem hier mache ich 30, aber egal. Ja, so sind sie. Ich mag den hier. Ja, die Astrolovenatoren sind nett. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja. Schon wieder abgemautet. Ja, hört es mir helfen? Oh, es geht. Die Astrolovenatoren sind so klein. Wo ist er hin? Ich hatte gedacht, dass die eine größere, dass die größer sind. Ist er tot? Ja. Oh, hab's nicht mitbekommen. Ich war noch irgendwie im Boden. Hier liegen zwei Leichen. Einmal Stone und einmal breitbeinig Stone. Dann ist Stone da wahrscheinlich zweimal gestorben. Das doppelte Lotschen. Okay. So, erstmal mit Schimmelkäse nach Hause rennen und dann Kryopod holen. Einmal Metall abladen, Dino einpacken. Und dann ab zur. Ach, da vorne sind schon wieder Mörder-Dinos. Einfach drauf beißen. Ein Kuscheldino. Ich brauche noch so einen. Ich brauche ein Weibchen. Das ist ein Weibchen, Level 16. Nee. Ich mag die Kuscheldinos eigentlich. Die sind eigentlich voll cool. Vom Style her. Aber? Aber die gehen am Anfang ziemlich auf den Senkel. Richtig. Oh, Low Red. Nein. Ausgerechnet der jetzt aber. Die sind so tanky. Ja, aber über Level 8. Das ist okay. Ich lasse den 16er da vorne mal sein. Wenn ich nichts Besseres finde an Weibchen, kommt der mal mit. Vorsicht, auf der linken Seite ist irgendwas Beißendes. Ja, das ist ein Oxalar, ja. Nee, das ist nicht der. Der ist hinter dir. Der blutet gerade und spritzt aus allen Ecken und Kanten. Das ist ein Duskpleto. So. Vor allen Dingen, wie oft wir diesen Weg hier schon gelaufen sind. Hoch und runter. Oh. Ja, es ist unsere Hauptstraße. Und keine Ausdauer mehr. Ich warte bei dir, bei mir, bei uns. Der kriegt hier übrigens gerade 50.000 Level. Wer? Der Balur. Warum? Weiß ich nicht. Ich überlasse das Kümchen, die zu leveln. Komm in unser Gebiet. Jetzt fängt es erstmal ganz kurz. FPS. Adieu. Ja? Nö. Aber. Noch nicht. Wenn ich fertig bin, ja. Aber noch nicht. Ach, genau. Hallo. Hallöle. Hey, Kleiner. Was denn? Endlich mal jemand, der kleiner ist als ich.
Rück mal ein Stück. Ich habe eine Mücke in meinem Zimmer, die will was von mir. Dex versus Mücke geht in die nächste Runde. Ja. Und wir reden nicht über Mücke, Bud Spencer, ja. Einmal müssen wir den, ich würde den Baudings, wollen wir den zurückbringen oder wollen wir den hier stehen lassen? Den Baudings? Den kannst du ruhig hier... Der gehört ja eigentlich da oben. Ach so, der ist dafür gedacht da hinten, damit der nämlich Eisen abarbeitet. Und wir müssen ja sowieso in diese Richtung. Oder? Nehmen wir mal mit. Ja, eigentlich nicht, aber grundsätzlich einen kleinen Umweg, ja. Ich wir überlege haben ja gerade, Dinos, das geht ja schnell. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, mit dem Schimmelkäse jetzt dahin zu rennen. Also ich nicht, meine das Pleto. Ich weiß nicht, was du so hast. Es kommt doch an, wie schnell deiner ist. Ich glaube, die das Pletos mitgehören mit zu den schnellsten, die wir so haben. Da ist ja Akuma gerade an dir vorbei. Sag ja, frag sie doch, ob sie das Ding mitnehmen möchte. Und weg. Mein Hexenhaus steht da hinten ganz alleine. Ist noch nicht mal weitergebaut worden. Ich überlege gerade, ob ich einen Revenger mitnehmen soll. Revenger sind ein bisschen... Das ist der Heiko Revenger. Was ist eigentlich meiner? Hatte ich meinen rein zufällig verloren? Wie hieß der denn? Gute Frage. Der hieß doch Fresel, glaube ich, oder? Glaube ja. Aber ich weiß es nicht mehr. Wieso habe ich eigentlich immer mehr Pilze bei mir? Kümchen sagt, das ist ja, keine Ahnung. Kümchen sagt, das ist ja egal. Dann lassen wir den erstmal hier. Dann haben wir den Kryopod. Dann können wir nämlich direkt zu der Höhle gehen. Also ich ohne übertriebenen Umweg. Also ich habe keinen Kryopod. Dann nehme ich weiter. Eigentlich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Kümchen. Nee, ja, ist das kein Geruts. Hast du gerade geschrieben, geklaut? Ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie mir einen gegeben hatte. Sie wollte mir einen geben, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Ja, platz mal hier. Also Julia sagt, der Fressel ist letztens gestorben. Fresel. Ah, okay. Dann ist er tot. Kümchen sagt, nicht. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich wünschte, man könnte im Triblock nach Namen suchen. Ich hab das mal wieder vergessen. Wie immer. Auch eine Woche her. Daran seht ihr, Leute, wann wir Aufnahmen machen. Manchmal ist da so viel, kommt so viel dazwischen. Sag mal, ja, wir leiden hier. Knöpchen, hast du rein zufällig meinen Fresel gesehen? Das ist mein Revenger. Ich habe hier gerade im Ingame-Chat gelesen, dass er irgendwann mal gestorben wäre. Ach so. Ich habe gerade geschrieben, okay, dass Fresel an einem Deinocheros gestorben ist. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Jo, dann springe ich dann eben auf meinen Schimmelkäse. Mach das, aber park den bitte nicht genau auf die Schaubaustelle. Bin weg. Schaubaustelle. Tü-tü. So, okay. Bin bereit. Ich hab nur den hier. Wait. Gnome, ja, brauchst du. Das. Guck mal, Fresel ist gestorben. In meinem Schimmelkäse rein. Willst du davon irgendwas. Brauchst du irgendwas da drin? Du kannst doch gerne alles nehmen, was da drin ist. Wo bist du?
Ich wüsste im Moment nicht was, weil ich am Bauen bin. Achso. Wir brauchen eine zweite Smithy, um alles reinzuschmeißen. Ich habe rausgenommen. Die wichtigsten Sachen. Ist alles in Arbeit, mehr oder weniger? Besser mehr als weniger. Sonst werden die Haare abgeschnitten. Ey, meine Haare! Ich gehe mal ganz kurz zu meinem Kühlschrank da hinten und was reinschmeißen. Kann ich dann also laufen? Also meinetwegen können wir los. Ja, ich komme sofort. Oh, ich kann sogar noch laufen. Das schmeiße ich jetzt hier ganz kurz rein. Interessanterweise sind übrigens meine... Die Pflanze, die ich hier gepflanzt habe, diesen Seed, der ist immer noch nicht gewachsen. Das stand, dass die extrem lange brauchen. Ja, aber extrem lange ist... Naja, lange. Mhm. Länger als lange. Noch länger als lang. Genau. Oh la 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 long. Ah la 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 long long le long long long. Come on. Okay, wir können gehen. Welche Richtung? Ich würde jetzt sogar sagen... Lass uns unten am Fluss lang. Ich hab's vergessen. Am Fluss lang. Ich hab echt vergessen, wo wir lang müssen. Ich weiß, wo wir lang müssen. What? Ich glaube, in die andere Richtung wäre schneller, aber unten am Fluss ist interessanter. Das ich komm sofort, ich tu mal ganz kurz mein Schultertier weg. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht finden wir noch, Glowtails. Right. Alrighty, baby. Richtig. Nehmen wir die Abkürzung. Wäre? Wo bist du? Runtergesprungen? Ja. Ich habe keine Ahnung wo, aber ich werde dann auch mal irgendwo runterspringen. Hinterkümmchen, okay. Hier meinst du? Richtig. Du hast mich abgestoßen. Oh oh. Oh! Was denn, wo bist du denn? Du warst gerade unsichtbar bei mir. Also auf den da vorne müssen wir ein bisschen aufpassen. Der macht ein bisschen mehr Schaden. Krieg ich wahrscheinlich auch tot, aber grundsätzlich ja. Level hat denn der? Ach, so, gehen wir einfach weiter. Der ist ja gerade beschäftigt. Oh, guck mal, Biberdamm. Ja, aufpassen, ne? Biber sind, die sind total Justin. Die sind ja zu zweit. Die sind total Justin, also aufpassen, ne? Der Witz ist so alt. Weiß ich nicht, ob das ein Witz ist, aber ich hab's gerade einfach so gesagt. Ich mache mir hier mal ganz kurz Waffelkekse auf, weil... Das ist gut, hinter dir ist ein Biber. Okay, weg! Mail. Oh. Ja. Ja, den machen wir ganz kurz weg. Ja, willst du den einen zählen? Ja, den machen wir mit. Mach du den hier ganz kurz kaputt. So, und dann nehmen wir den. Denke ich mal. Ein bisschen. Ewig kann ich nicht. So viel Leben hat der nicht. Ja, ich bin am Bluten. Warte. Ja. Komm sofort. Absteigen und schießen? Nee, wo dann? Oh, nein! Warte doch mal, jetzt geh doch mal da raus! Nee, ich hab Hälfte Leben, du blödes Vieh. Jetzt, kann's gehen. Aua. Biest. Jetzt müssen wir langsam schießen. Und dann kerkern wir den ganz kurz ein. Du hattest ja mit Matten dabei. Hab Hälfte habe ich noch mitgenommen. Wollte ich gerade sagen, das hast du jetzt alles rausgeholt eben. Ja, ich dachte alles, 500 ist ein bisschen viel mit beim Mitnehmen. Nehmen wir 200 mit, das sollte reichen. Ich habe getroffen und ich treffe lieber arg. Oh, dreht er sich in dem Moment um. So für, ach komm schon. Mir auch gerade. Er kommt wahrscheinlich gleich wieder zurück und greift an. Ja, ist egal.
Habe ich dich getroffen oder den? Aua. Nein, 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 mach mal damit Vieh in Ruhe. Du musst den Schimmelkäselauf tränken. Ich bin ausnahmsweise nicht dran. Ja. Ich kann aber von da nicht schießen. Das ist okay. Ich habe ja auch eine Pistole. Oh, der ist nicht da gut. Kommt noch ein zweiter. Ich komme nicht mehr weg. Sag Bescheid, wenn das mit dem Leben knapp wird. Doch, alles gut. Solange du noch schießt. Ich schieße. Ich treffe. Von 104er ist 104er. Der hat nicht gezählt. Sehr schön. Kannst du den nochmal bowlern? Keine Bowler dabei. Das warst du. Jetzt haut er ab. Jetzt kannst du den anderen fressen. Geht nicht. Nein, jetzt kommt er wieder. Ich komme nicht weg. Jetzt fällt sie gerade wieder ab, jetzt beiß ich. Ja, Blutung für 3 Jahre. Ich habe auf Entfernung getroffen. Arg. Nachladebug. Oh, hübsch ist er. Mann, ey! In der Sekunde! Hä? Das war's. Das war nicht lang genug. Ich glaube keine mehr. Boah, diese Mücke. Ich hab gerade eine Mücke im Zimmer, die ist so penetrant, die fliegt mir die ganze Zeit ins Gesicht. Schön, das hat man doch gerne. Oh Gott, jetzt habe ich nochmal drauf geschossen. In dem Moment hat er. Glaube ich. Nee, du hast betäubt und ich hab in dem Moment hat die gerade nachgeladen und ich muss die Mücke killen. Die ist so nervig gerade. Viel Spaß bei der Mückenjagd, schätze ich mal. Oh Mann, nervt die. Okay, ich würde ihn gerne einkerkern. Der liegt eigentlich ganz gut dort. Ich versuche gerade so zu schlagen, die Bücke. Hier ist ein Biber. Ist hier noch irgendwo ein Biber dann? Oh, sag jetzt nicht, komm hier nicht hoch. Komm, du kannst fliegen. Ach, die kann ich nicht, ich habe meine Rüstung kaputt. Was brauchst du denn? Ich habe ganz viel Holz, dadurch, dass ich den Biberdamm ausgeräumt habe. Ah gut, ich mach die Spikes, ich will die Spikes machen. Ich habe die zwar noch nicht erlernt, aber da tut ich jetzt. Wo sind Spikes? Hab ich schon. Halsbare. Warte, ich packe mir mal das ganze Material, das ich habe, in deinen Schimmelkäse rein. Das, was, glaube ich, am meisten fehlt, sind Farbsamen. Leder brauche ich. Leder? Mhm. Leder haben wir genug. Guck, und dann Schimmelkäse. Das wird an. Wow, einen habe ich gemacht. Was fehlt? Fasern. Ich will noch ein paar Fasern rein. Bin gerade bei. Also. Bin gerade bei, hab keine Sichel. Hab Sichel zu Hause gelassen. Passt. 4 Stück, das reicht. Mehr brauche ich nicht. Okay, das reicht ja. Bin mir eine Schleckpflanze. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe ja keine Peitsche dabei, sonst würde ich helfen. Kann ich schieben? Narkose braucht er nicht, ne? Ich hoffe es nicht. So, jetzt komme ich nicht raus. Ich habe ja keine. Nee, ich komme hier nicht raus, weil ich habe keine Klamotten. Kannst du vielleicht auf das Tier zugreifen von da? Ja. Okay. Rettungsmission abgeschlossen. Ich brauche schon mal schnell eine Klamottos. Ich brauche ein bisschen Fasern schnell. Sekunde. Ich habe noch einen Fallschirm dabei, weil wir wieder in die Horrorhöhle gehen. Ah, das habe ich nicht mitgenommen, ich Idiot. Was? Horrorhöhlen. Nicht Outfit, wer ist das? Zeugs. Das ich trinke nochmal ganz kurz schnell Wasser, dann können wir weiter. Ja, ist okay. Wir müssen ja sowieso nochmal zu der Deutschpflanze. Matthias ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Ja, meins auch. Hälfte Leben weg.
Da oben ist, glaube ich, eine, wenn ich das richtig im Kopf habe. Währenddessen ich jetzt hier gelutscht werde, werde ich jetzt die Mücke. Das ist übrigens so eine ganz kleine Mücke, weil die ist ziemlich schnell. Und die hat noch nicht gestochen, zum Glück. Wie ist es eigentlich bei euch, also bei dir und überhaupt bei den Leuten, die Zuschauer, wie ist es? Habt ihr auch Mückenplage? Also bei uns ist sowieso, jetzt fängt die Mückenplage an, jetzt wird es immer heißer und heißer bei uns. Ich freue mich schon auf die, 50 Grad im Sommer. Ich wurde bis jetzt noch nicht belästigt, und das obwohl ich direkt neben einem Fluss wohne. Mhm. Semi direkt neben dem Fluss. Es gibt einen Fluss in dieser Stadt. Und ich hatte bis jetzt noch keine großen Probleme. Aber das will nichts heißen. Das wird noch kommen. Das ist durchaus möglich. Wo ich mir gerade in meiner Wohnung umgucke, ich habe ein Mottenproblem. Ich habe 4 Motten hier drin. Wo kommt ihr denn her? Rausschmeißen. Ah, und blub. Da haben wir schon einen von. Oh, hier ist Honig. Honig. Nein, wir brauchen jetzt keinen Honig. Ich wollte gerade sagen, ich würde es nicht tun. Ich bin wieder voll. Ja, wir können gehen. Okay. Geh mal schnell. Wie viel Leben hast denn du? Ich habe nebenbei noch gefüttert. Und Leben habe ich 3400. 6000, okay. Ja. Viel Schaden und sehr schnell, aber das mit dem Leben ist so eine Sache. Warte mal kurz, ich will den am Track mal runterholen. Hm? So. Der schwebt, Pilz? Der schwebt in der Luft. Der ist oben auf dem Pilz gewesen. Ach, da kommt er schon irgendwann runter. Und wenn nicht, dann da ist ein Schaf. Weißt du noch mal, wo es lang geht? Ich hab keine Ahnung. Hier lang. Guck mal, rotes Spino. Das ist nicht gut. Ja, lang. Weißt du, die Bäume weg. Das ist nicht. Ah. Fuck. Der kommt zu mir ausgerechnet. Ausgerechnet zu mir! Geh doch lieber zu Ruffy, Mann! Danke. Lauf, Dex! Los! Da oben kommt ganz viel oben runtergesprungen! Ist immer noch hinter mir her? Der ist hinter mir her! Bitte dir, es sollte dir mehr Sorgen bereiten. Jetzt wissen wir, warum der Spieler tot ist. Hast du Hilfe? Nein, alles gut. Du läufst in die falsche Richtung. Ist egal, ich lauf irgendwo hin. Ist er immer hinter mir? Ja. Nee. Der müsste irgendwas anderes kämpfen, oder? Ja. Ja? Keine Ahnung. Keine Ahnung, lauf. Du bist bei mir aus dem Bildschirm raus. Ich lauf einfach. Ich weiß nicht, wo du bist. Der kämpft gerade gegen absolut alles. Du bist an mir vorbei. Ja, da oben ist noch einer. In Alpha sogar. Na, Alpha muss jetzt nicht unbedingt sein. Gut, dass die Alphas eine sehr geringe Aggro-Range haben. Wait. Noch ist richtig. Ich weiß nicht, ich bin gerade lost. Ich nicht. Direkt neben der Höhle war nämlich der Spot, wo ich nach Belluasaurun geguckt habe. Weil die da relativ häufig gespawnt sind. Deswegen weiß ich ungefähr, wo es da hingeht. Grundsätzlich ist immer an den Flüssen folgen. Gerade an den Flüssen kann man sich in Aberration recht gut orientieren. Du bist aber voll schnell mit deinem Display, oder? Ja. Das Einzige, was ich kann springen. Best Dino. Ja, genau. Jetzt kommen wir hier nicht hoch, deswegen müssen wir hier rüber. Siehst du? Okay, sein Pointer ist einer 40. Du stehst im Weg. Kommst du? Ja. Bin ein bisschen langsam. Du bist nicht langsam, du bist nur speziell. Ich wollte gerade sagen, aber ich bin eigentlich schon recht schnell mit dem hier, aber du bist echt ein ganzes Stückchen schneller. Ja, das erinnerst du dich an Scotch Earth? Wahrscheinlich nicht. Da hatten wir die auch. Na? Und da haben wir die auch gezüchtet. Die war also wir, Gnomi, ich, Rafa.
Die Dinger waren so gut wie unschlagbar. Klar, klar, klar. Nur schwimmen können sie nicht. Das sind Jujus, die können nicht schwimmen. Oh, Pukis, ganz viele. Hast du eigentlich den Trüherpott mitgenommen? Ja. Okay. Das wäre schön gewesen, wenn wir jetzt den Trüherpott vergessen hätten. Gehst du auf? Du stehst auf Passiv. Stell dich mal auf Neutral. Oh, leck, genau beim Fliegen. Ja, leck mich am. Da ist er. Da ist er. Wollen wir nochmal reingucken wegen Glowtails oder wollen wir gleich wieder raus? Nö, klar. Glowtails, deswegen habe ich ja eben den Dings abgeworfen. Und einmal eben zu mitschreiben. Der hat sogar noch über 300, ne, der hat nicht, über 200, fast 300 Fleisch drin. Ja, nichts mit Sterben, Leute. Alles gut. Dem geht's gut. Das ist ein Wehrkäuer. Alles gut. Der lebt noch. Dem geht's gut. Alles ist fein. Bist du? Bin ich an dir vorbei? Ja, ich bin doch gerade nochmal zurückgelaufen, um zu zeigen, welche wie viel leben und so weiter. Achso. Okay, ich sehe Zeugs, aber nichts Besonderes. Mal gucken auf der linken Seite. Skorpione. Ich wurde gefallen. Und Kano. Kano? Kano. Auf der linken Seite ist irgendwas Großes. Ja, Kano. Ach, das ist er? Ja? Okay. Da guck. Haha. Stehst vor der Tür und kommst nicht rein. Feigling! Egal, ich schieße nicht weiter. Soll er da runterspringen? Skorpione schwimmen. Die machen so platt. Ich leite jetzt hier und das ist gut. Ist auch so ein hohes Vieh, ne? So, weg mit dir. Ja, so. Aber irgendwas muss noch hier sein. Dex. Oh, diese Mücke, ey, was will die in meinem Gesicht? Stech mir in den Arm, aber nicht in mein Gesicht. Oh ja, Level? Keine Ahnung. Warte. 48, wo ist denn der andere Kollege? Das ist noch. Irgendwo muss noch einer sein. Schaut nicht so. Juhu! Achso, hast du mal geguckt da in der Höhle hier, ob da ein Glowtail rumpf? Ich hab keinen gesehen. Wollen wir wieder hier ins Loch? Zu dem Spot zurück, wo eigentlich immer einer spawnt, weißt du? Aber erstmal schießen. Hallo. Nicht, dass ich wieder darunter gekeilt werde von irgendwas. Dieses Mal springst du zuerst. Komm schon. Treffe ich den denn nicht? Da ist auch noch ein Raptor. Raptoren sind böse, böse. Da. Der Kano hängt, glaube ich, fest. Ja. Den von hier aus erschießen? Oder wollen wir darauf einfach drauf ankommen? Okay. Hello? Hier? Das ist alles voll, ey. Kommt nicht drüber. Ja, okay. Too late. Geh mal davon auf die Kante. Keine gute Ecke hier. Hab ich jetzt angeschossen? Nö. Jetzt aber. Ist keiner von euch runtergefallen? Doch, doch, komm doch. Und nein, der kommt hinter dir her. Nein, du hast ihn hingebracht. Das war meine Rüstung. Nein, jetzt sind wir gearscht. Das war deine Rüstung auch. Schieß weiter. Ich kann nicht, der schießt nicht mehr. Letzter Schuss, keine Falle mehr. Das Käse ist runtergefallen. Nein, du hast ihn hier rübergezogen. Oh Gott, wir können uns... Oh, achso, die schießt immer noch. Wir können uns ja trotzdem Fasern machen. Ja. Das funktioniert hier ja gut. Also wir haben mit dieser Höhle echt kein Glück. Nee, ich hab dir doch gesagt, setz dich hier auf diese Kante. Und du bist dann hier da oben, bist du dann plötzlich stehen geblieben. Ich wusste nicht, welche... Es gibt eine Menge Kanten. Außerdem war ich neugierig. Okay. Keine Rüstung mehr, alles weg. Das wird schon. Ich glaube, jetzt sind noch nicht alle weg, glaube ich, oder?
Nee, es sind noch ganz viel Zeugs. Ich habe keine Pfeile mehr übrigens. Na, warte, ich gebe dir die Hälfte von meinen. Komm zu mir. Jax? Ja, ja, ich nehme sie kurz. Ich nehme sie so. Ich wollte mir ganz kurz. Bevor sie runterfallen oder so. Bevor du schießt. Warte, sag mir bitte Bescheid. Der Kanu blockiert alles. Gehen wir mal hier rüber und wir schießen den Kanu, wenn die hier an der Ecke stehen. Oh Gott, wenn ich da runterfalle, bin ich tot. Der Kanu steht, er steckt echt fest. Nee, ja, was? Nee. Ich glaube, der Kanu wird sich bewegen jetzt. Nee, ich schieße ihn ja schon die ganze Zeit an. Jetzt ist er tot. Das heißt, jetzt dürfte der ganze Kleinkram an der Leiche hängen bleiben. Das ist Pfeileverschwendung. Ja, ja. Ich kann aber 36 neue Pfeile craften. Den Revenger habe ich angeschossen. Der haut ab. Oh, das Schöne ist, weißt du, was das Tolle ist? Eine Armbrust ist gleich kaputt. Ich habe noch eine zur Ersatz, zum Ersatz. Auch wenn meine auch gleich kaputt ist. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Weiß ich nicht. Achtung, der Revenger! Da kommt noch mehr! Oh nein, ich häng fest. Spring! Nicht so! Keine Chance gehabt. Der ist genau hinter mir hergelaufen. Ah! Hallo! Das ist mein Chaos wieder hier. Die Höhle. Die ist, die will uns so nicht. So schwer ist die gar. Nee, die ist nicht schwer. Überhaupt nicht. Finde ich auch nicht. Ich bin bewusstlos. Ich lieg bewusstlos am Rand von der vom Abgrund. Oh. Ich bin zurückgeflogen, weißt du, so bis zum Anfang. Weil da war auch, Skorpion und Revenger und so Zeug. Wir sind eigentlich für den Kantenzwiebler gekommen. Mhm. Wir hätten es dabei belassen sollen. Dabei blablabla. Ja, eigentlich schon. Aber wenn man einmal schon hier ist, dann will man einen Glowtail mitnehmen. Also jetzt müssen wir erstmal deinen Kram wieder sammeln. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir haben den gröbsten Kram los. Ist den größten Kram los geworden? Ja, ich komme leider nicht rüber. Ah, nee, du wirst ja auch gebissen. Ich sammle deinen Loot und komm wieder her, okay? Kannst du gerne machen. Ohoho. Das war knapp. Das war sehr knapp. Dextro 3. Oh Gott, was hast du alles für Müll dabei? Wieso? Müll? Das ist alles kaputt gegangen gerade beim Kampf. Und beim anderen Kampf und davor der Kampf. Ich wurde jetzt gerade ganz noch gebissen von allen Revenger unterwegs. Wieso ist denn der Müll? Was? Zwei Pickzacken dabei? Ja, wenn eine kaputt ist. Ich war ja auch Eisenfarm mit. Guck mal. So, ja gut. Okay, hier drüben scheint jetzt relativ okay zu sein. Ich komm mal. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich auch. Ist zu niedrig. Ich hab Angst. Du. Ich hab Kletterhaken. Ja. Fast kaputt sind. wir gehen da vorne hin. Ja, bitte. Die Sachen nicht runterfallen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir sollten gehen. Ich wollte gerade sagen, ich will den Glowtail trotzdem haben. Aber andererseits ist es vielleicht nicht schlau, das Ganze da jetzt nach hinten hinzugehen, oder? Schmeißen wir erstmal die ganzen Sachen raus, dann gucken wir weiter. Das habe ich alles dabei gehabt? Ja. Ach so, vom Sammeln durch die Fasern bestimmt auch noch. Was auch noch? Die hier.
Ach, ich kann auf F drücken, ich Idiote. Und den. Der Rest war meins. Oder nee, Betäubungspfeiler hattest du auch. Das war nicht meine. Also ich bin dafür, dass wir das nochmal versuchen. Aber wir werden wahrscheinlich alles verlieren. Aber denn der Witz vielleicht ist, auch nicht. Wieso haben wir denn hier kein Glowtail in der Nähe? Der müssen doch. Muss doch noch irgendeiner hier rumschwänzeln. Das nicht unbedingt. Was ist denn das? Ach, mega Neuro. Jetzt habe ich es doch aufgenommen. Ach Mensch. Egal, jetzt mach ich es auf. Die werden wir bald sehen. Hier drin ist eine Menge böses Zeug. Nee, darf ich auch nicht hingehen. Und ein Glowtail. Ja. Ja. Aber ziemlich war doch weit. Klar, oder? War nah dran oder vorne? Bei den Meganeurer, bei den Megalanias. 108er Männchen. Nee, da gehe ich aber trotzdem nicht rein, weil da ist ein Ravager und so. Ansonsten, warte. Ach, ich habe auch keine Ahnung. Wir können doch die Viecher doch runterziehen. Wir können die Viecher doch runterziehen. Juhu. Ja, dann muss. Los. Oh, das. Lauf! Ja, nu. Da unten kommen sie raus. Wo ist unten? Da unten, direkt da unten. So, mal gucken. Wir gucken jetzt mal wegen Ravager. Wir sollten die Katze mit herholen. Die könnte zumindest kämpfen. Hat aber keinen Sattel. Na? Ich treffe die Spinne nicht. Ich auch nicht. Jetzt. Du hast sie getroffen. Let's go. Lauf. Sind sie schon runter? Glaub nicht. Da kommt sie. Da kommt die Spinne. Eine hübsche sogar. Ja, schön wär's, wenn sie nützlich wären. Ja, leider. Bleib du mal da. Die Sachen zur Not anzuschießen, wenn sie da hinterherkommen. Ich hab sie gehört. Die Ravager kommen. Spring gleich direkt hier rüber. Na komm schon. Das Blöde ist, wenn die dich einmal geschlagen haben und du blutest, kannst du nicht mehr fliegen. Du kannst ja direkt von da, wo du bist, direkt rüber fliegen. Ich hab Schiss, dass ich das nicht schaffe, von der Höhe her. Mein Interhaken ist nämlich auch noch. Ist auch gleich kaputt. Also müsstest du klappen eigentlich. Einer von denen war schwarz und stand im Schatten gerade direkt neben mir. Warum hat er dich nicht angegriffen? Ich habe keine Ahnung. Du willst ihn nicht rausfinden. Jetzt kommt er. Er haut ab. Warum hast du ab? Ich zähl. Sag, lass mich mal. Ja, ich lass dich mal. Was ist denn los? Keine Ahnung. Sei vorsichtig, die sind direkt um die Ecke. Ja, achso, da steht sie. Ob es voll gegen Stein? Ja, wieder gegen Stein? Kommt ihr oder kommt ihr nicht? Jetzt kommen sie doch. Kommt er? Kommt er denn nicht durch? Der hat sich doch gerade zu mir umgedreht, ist losgelaufen. Kommt er denn nicht durch? Jetzt bin ich eingewebt. Oh, die Spinne kommt. Nee, die kommt doch nicht vorbei. Mein Armbrust ist kaputt gegangen. Ich hab noch eine, warte. Irgendwas hier in der Wand ist noch eine drin. Soll sie in der Wand bleiben? Sekunde, ich droppe das. Hast du eventuell noch ein bisschen was an Futter dabei? Ich glaube, ja. Ich habe dir jetzt alles zurückgegeben und mein
ich überhaupt welches? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Was? Also ich hatte genauso viel. Aber ist egal, ich habe ja genug. Danke. Wo ist denn der Ranger? Ach, der steht direkt hier vor meiner Nase. Kommt ihr jetzt? Kommt ihr jetzt? Hey, wieso treffe ich den nicht? Die bluten sogar. Wir wollen nur ein Glowtail. Und wir wollen Kattenzwiebel retten. Vorsichtig. Eben bin ich auch dahin gelaufen und dann plötzlich sind sie losgejumpt. Vielleicht kann ich mir drauf vorbeischleichen. Ich riskiere das jetzt. Hier sind zwei Stück. Ein Weibchen 12 und ein Männchen 108. Ich bearbeite die gerade hier. Willst du das 12er Weibchen mitnehmen? Ja, ja. Ich nehme alles mit. Das 100er Weibchen letztes Mal war etwas schade drum. Aber da konnte ich ja nichts für. So, das ist sie tot. So. Ja, gut. Wo? Da um die Ecke. Ah, okay. Ja. Hallöchen. Immerhin ein Weibchen. Okay. Und nicht unnötig in Gefahr gebracht und noch zwei Glowtails abgestaubt. Na, das hat doch was. Ja, das ist das, was wir eigentlich machen wollten. Wir sind zwar ein bisschen nackt jetzt durch die Gegend am Rennen, aber gut, dann... Ach, wir meucheln auf dem Rückweg einfach noch eine... Also in meinem Fall zumindest, ich muss nur eine Karkinos meucheln und dann hat sich das. Dann habe ich meine Rüstung wieder. Okay, packen ganz kurz ein und... Hast du das nicht eben schon? Nee, ne? Nee, ich hatte ihn noch nicht angepackt. So, ihr Lieben, ich mache nämlich jetzt Schluss für diese Folge. Wir haben jetzt wieder eine 40-Minuten-Folge, da freut ihr euch bestimmt. Wir sehen uns in der nächsten Folge und eigentlich ist das der Plan, ein Terracino zu zähmen, ne? Richtig, ich bräuchte einen. Ich bräuchte auch einen. Alle, damit ihr das alles seht, guckt mal, ich packe ihn jetzt ein. Wir nehmen ihn auch mit. Keine Sorge. Und dann machen wir ja das hier. Katzen-Sashimi. Dance, 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 dance.